Ja, so geht es mir auch als im Auto. Ne? Morgens guckst du da aus dem Auto raus, so Nebel, manchmal die Scheiben ein bisschen sauber. Ah, jetzt geht's. Standheizung. Kannst aber noch einen Mercedes-Stern vorne draufkleben, dass du was zum Zielen hast. Schießscharte reicht schon für Tobi. Wobei kommt der so hoch? Du bist auch nicht viel größer, du Sitzriese, gell? Sei bloß ruhig. Ich? Ja, Ich? du. Also ich kratze näher an der 1,80 als an der 1,60. Der ging unter die Gürtellinie. Das ist beim Tobi, doch beim Tobi ist es ziemlich schwer, unter die Gürtellinie zu kommen. Ich hab gewusst, da kommt noch was. Ja, Du heute ist weißt ja, zwei wie es gegen gemeint Tobi, ne? ist. Was? Babbelt nicht durcheinander, Mann! Du Heute ist zwei gegen Tobi. weißt ja, wie es gemeint ist. Tod ganz, abgrundtief böse. Ja, genau. So, Sascha, So. jetzt darfst du auch noch deinen Senf dazugeben. Heute ist zwei gegen Tobi. Ja, genau. Wobei ich glaube, in der Diskussion nachher wird sich das ein bisschen verschieben. Wann ist denn das rausgekommen? Das ist doch irgendwas 2008. auf 8, gell? 2008. Mensch, was ich alles weiß. Und das Album davor war das Angel of Retribution, kann das sein? Könnte fast meinen, ich war vorhin auch mal kurz in Wikipedia. Ich war heute Mittag kurz, weil ich den Namen vom Sänger nachgeguckt Rob Halford. habe. Gut, aber dann sage ich einfach mal willkommen zum Blobcast von High Striker, nachdem wir jetzt eh schon mitten in der Diskussion sind. So sieht's aus. Ich eröffne mit einem. Und Prost. Mahlzeit. Genau. Ach, wie Ja, gut. aber ich weiß nicht, ich finde, der Rob Halford sieht immer aus wie so ein vernieteter Penis. Ich glaube, darauf steht er auch ziemlich. Möglich. Aber es sieht halt auch extrem komisch aus, diese Fleischmütze mit diesem Nietenmantel da. Ja, aber da hat die Metal-Szene mit seinem Outfit eigentlich geprägt. Also da laufen da genug Mettler rum, die so aussehen wie er. Also das kann ich mir gut vorstellen, ja. Aber gut, ich meine jetzt, wann hat Judas Priest angefangen? Boah, ich glaube, das erste Album muss, glaube ich, so 74 gewesen sein. Kann das sein? Ja. 74 war das nicht die Rockarolla, mit der sie angefangen haben? Also halten wir mal Mitte 70 fest. Also da sind wir ja auch schon bei 45 Jahren. Ja. Nee, dann müsste es älter sein, weil die feiern ja ihr 50-jähriges Jubiläum. Dann war es 71. Dann war es 71. Höhere Mathematik. Genau, höhere Mathematik, richtig. Oder nee, warte mal, das muss doch ja noch früher gewesen sein. Die hätten ja eigentlich letztes Jahr in Wacken spielen sollen, das wäre ihr 50-jähriges Jubiläum gewesen. Genau. Genau, Gut, sagen wir richtig. mal 50 plus minus. Genau. Also dementsprechend ist halt das Outfit auch nicht mehr ganz zeitgemäß, denke ich. Ich meine, es hat sich ja auch alles irgendwo ein bisschen verändert. Ach, Und Babbel. auch das, was wir machen oder was wir geil fanden damals in unserer Jugend, ist ja jetzt auch nicht mehr. Ja, Es gut, ist okay. jetzt alles Metalcore. Ja, richtig. Also das ist ja eine Vergewaltigung an allem, wie das aussieht. Also diese Katastrophe zum Beispiel, wie diese Metalcore-Bands aussehen, wie solche brave Schulbuben und dann meint sie halt da schreien zu müssen, wie bis zum Abwinken. Okay, gibt ein paar Sachen, die sind ganz cool, aber so bin ich eigentlich nicht der Metalcore-Fan. Kann ich leider nicht viel mit anfangen. Gibt zwei, drei Sachen, die ich ganz gut finde, aber an für sich ist es nicht so meins. Also ich stehe da tatsächlich mehr auf die älteren Bands, so wie Judas Priest, Iron Maiden, ganz klar. Und ich finde, das Album des Nostradamus, das ist so ein bisschen
ich will nicht sagen untergegangen, aber es war halt nicht so populär wie jetzt die Painkiller zum Beispiel. Mein Painkiller war, glaube ich, eines ihrer erfolgreichsten Alben, die sie rausgebracht haben, berechtigt. Es sind unheimlich geile Songs drauf. Sehr geil. Aber das Album Nostradamus finde ich von der Aufmachung einfach sehr, sehr geil. Und die ganzen Songs, die wirken auch schon sehr episch. Und da das ganze Album ja ein einziges Thema besitzt, dieser Nostradamus erzählt es halt eine komplette Geschichte. Da ist jedes Lied hat was mit diesem Mensch zu tun. Finde ich einfach Wahnsinn. Und das gefällt mir an diesem Album so unheimlich gut. Und ich finde, es sticht vom musikalischen her, sticht es auch ein bisschen heraus. Ich finde, es ist ein bisschen anders da als die restlichen Alben von Judas Priest. Und deswegen gefällt mir das vielleicht auch so besonders. Ja, also es ist sehr, sehr vielseitig. Du hast viele Stilrichtungen. Es ist im Prinzip, eigentlich ist es fast eine Metal-Oper. Ja, das läuft auf eine Metal-Oper hinaus, das ist Eine richtig. Geschichte von vorne bis hinten. Du hast Balladen dabei. Du hast lange tragische Sachen dabei. Du hast aber auch Sachen dabei, die geben gut Tempo, die geben aufs Maul. Da ist alles Ja. dabei. Genau. Also Ich fand den Sound gut. ja, der Sound, der Aber ist gut, auf jeden Fall. ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich es nicht so knaller. Das Einzige, was hängen geblieben ist, ist Alone. Das Ja, fand das ich ist sehr gut. geil, Alone. Alone ist spitze. Und ansonsten habe ich mir bei jedem Lied gedacht, ey, ist das Savatage? Aber irgendwie, es hat bei mir nicht Klick gemacht. Doch, ich fand das Album von Anfang an schon ziemlich geil. Allein, das erste Intro auf der CD und danach der Song Prophecy ist, Ja. glaube ich, der erste Song, oder? Ja, Richtig. ich glaube, ja. Ja, Ja, me also mega geil. jetzt so beim Zuhören, die zweimal, wo ich es angehört habe, jetzt in letzte Woche, habe ich irgendwie keine richtige Geschichte rausgehört. Ich habe so im ersten Teil immer das Gefühl gehabt, sein Lieblingswort ist Mad, beziehungsweise Madness. Das kam irgendwie ständig vor. Und dann klang es aber immer wieder gleich. Es ist ja auch keine richtige Geschichte. Also es wird ja quasi über diesen Mann erzählt, über seine Prophezeiungen, was eingetreten ist, Kriege und ganz andere Geschehnisse noch, die dann in der Zukunft passiert sind, die er quasi vorhergesagt hat. Also es ist ja. Es ist weniger eine durchgängige Geschichte, wie Ja, einfach mehr so genau. Geschichten über generelle Themen. Sei es jetzt Krieg, sei es Liebe, sei es, keine Ahnung, Hoffnung. Da ist ja alles eher so gruppiert. Ja, dann passt aber der Begriff Oper auch nicht, weil eine Oper erzählt ja auch eine Geschichte. Und beim Konzeptalbum, das jetzt so von euch so gehypt wurde, habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Das sind halt mehr so einzelne Geschichten dann, die ja wiederum zusammen dann quasi das Leben vom Nostradamus auch widerspiegeln, was er alles so gemacht hat. Weiß ich nicht, ich war nicht dabei. Schon ein bisschen länger her, ja. Also ich habe da auch nur Geschichten gehört, von daher kann ich das nicht bestätigen. So Gerüchte und sowas. Im Grunde genommen finde ich solche thematisierten Alben aber einfach interessant. Einfach finde ich es interessant, wie sie aufgebaut sind. Und wie gesagt, jedes zweite Lied hat ein eigenes Intro, was das Ganze dann so ein bisschen epischer macht. Ja, und die Fand laufen ich. alle ineinander, flüssig. Also wenn du beim Spielen dann natürlich diese eine halbe Sekunde Pause zwischen den Tracks nicht hast, dann wäre das ein durchgängiger Track. Also. Ja, das stimmt. Das war auf jeden Fall gut gemacht. Also von der musikalischen Leistung habe ich auch definitiv Respekt. Ja. Nur, wie gesagt, das hat mich persönlich jetzt nicht so übermäßig angesprochen. Ja, gut, was halt auch viel dabei ist, was mir eigentlich nicht so gefällt, aber in dem Album ist es wiederum cool, sind diese Samples hinten dran. Da sind ja unheimlich viele Samples mit dabei.
Ja, ist auch das einzige Album von Priest, wo ein Keyboard dabei ist, oder bin ich da verkehrt? Ja, Sache, also ich weiß nicht, ob es direkt ein Keyboard ist, Ich glaube, aber dann auch nicht. Samples sind auf jeden Fall dabei und es unterscheidet sich schon sehr von den anderen Alben von Priest. Also wie gesagt, hört ihr einfach mal das Album Turbo British Steel oder die Painkiller an. Also das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht zu Nostradamus. Auch das aktuelle Album, das Firepower, das hört sich auch schon wieder ganz anders an, aber das ist auch ein richtig geiles Album. Das einzige Album, was dann noch so ein bisschen an das Nostradamus rankommt, ist das, was danach gekommen ist, das ist das Redeemer of Souls. Da haben sie, glaube ich, auch probiert, so ein bisschen an das Nostradamus ranzureichen, aber das war nicht so gut jetzt wie das Nostradamus. Es war auch in Ordnung, da sind ein paar richtig gute Sachen dabei, aber es hat mir nicht so gut gefallen wie das Nostradamus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich mir damals sogar auf Schallplatte gekauft. Und das habe ich mir da angehört, aber das habe ich mir noch lange nicht so oft angehört wie Nostradamus. Noch lange nicht. Ich meine, gut, prinzipiell finde ich es auch gut, wenn sich eine Band nicht so sehr festlegt. Also, es soll jetzt kein Negativbeispiel sein, aber Running Wild zum Beispiel, da kannst du ein Album aus den 80ern hören, ein Album aus den 2000ern. Das könnte im selben Jahr produziert worden sein, ja, Das ist vom. bei AC/DC aber genauso. Und bei den alten Bands ist es nun mal so, man kennt sie mit ihren Sachen und mit ihrem Stil, mit dem sie bekannt und groß geworden sind, und den will man hören. Ja, Man genau. will nicht, dass die Band sich irgendwie großartig verändert oder neu erfindet. Nein, man will die Band hören, weil man sie so kennengelernt hat, weil man sie so gern hat. Ja, das ist auch immer so dieser Effekt, von wegen das erste Album, das du von der Band hörst, ist das Beste von der Band. Jein. Also du brauchst ja eigentlich bloß mal die ersten Alben von Judas Priest anzuhören. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, also die haben sich weiterentwickelt auf jeden Fall. Und ich glaube, so bei dem Painkiller-Album, da waren sie, ja, da haben sie ihren Stil schon lange gefunden gehabt. Ja, Und aber den haben welches sie war dann denn da. das erste, welche war, welches Album war denn das erste, das du gehört hast von Judas Priest? Das erste Album, was ich von Judas Priest gehört habe, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Also entweder war es das British Steel oder es war die Painkiller. Aber ich meine, das wäre Painkiller gewesen. War, glaube ich, das erste Album, was von Priest gehört habe. Und Ist welches aber ist das Beste? Painkiller. Siehst du? Ja, das British Steel ist aber auch fertig. Ist richtig geil. Also das ist genauso wie wenn du jemanden fragst, und wegen welches Final Fantasy hast du als erstes gespielt und welches ist das Beste? Es ist immer dieselbe Nummer. Die meisten sagen 7, weil sie es auf der PlayStation gespielt haben. Bei mir war es 8er, weil das war das erste, was ich gespielt habe. Und alles andere fand ich nicht schlecht, aber auch nicht so geil. Ja gut, also bei sowas kann ich jetzt zum Beispiel nicht mitreden. Ich habe noch nie Final Fantasy oder sonst irgendwas gezockt. Ich habe Ja, eigentlich, das da ist auch kann nur ich für auch die jüngeren Zuschauer, die unter 200 sind oder so. nicht. Genau, ja. Naja, ist ganz klar, aber wenn du jetzt AC/DC nimmst, jetzt überleg mal, die hätten jetzt ihr aktuelles Album in einen ganz anderen Stil gemacht. Ja, die Also, da. das wäre, glaube ich, nicht angekommen. Die haben das so aufgenommen und die Songs so geschrieben, wie sie es immer tun. Ich meine, okay, der Malcolm Young ist nicht mehr dabei, der ist es halt gestorben und das war ja eigentlich der eigentliche Songwriter von den ganzen AC/DC-Songs, der Malcolm. Aber ich finde, das neue Album von AC/DC, das ist auch richtig geil geworden. Das habe ich mir auch schon angehört. Richtig gute Sachen dabei. Die dürfen ihren Stil gar nicht mehr ändern, weil dann sind Dann die ist es nicht Fans mehr enttäuscht. AC/DC. Genau. Genau. AC/DC genau, sonst ist es nicht mehr AC/DC, das ist richtig. ist von Anfang an genau das. Von Anfang an unverändert. Jetzt hast du dann zum Beispiel Judas Priest. Die haben immer mal ein bisschen mehr in die Richtung, mal ein bisschen mehr in die Richtung. Ist immer verändert. Das ist Ja, genau. Also nicht das mit. ist halt so, ist halt so ein Ding, wenn du das am Anfang durchziehst, dass du immer in einem Stil bleibst, dann kannst du ab einem gewissen Punkt nicht mehr davon abweichen. Weil wenn du dann was änderst, dann verlierst du wahrscheinlich einen sehr großen Teil deiner Fanbase. Ja, Weil die das eben genau ist das hören wollen.
Aber wenn du von Anfang an mit jedem Album ein bisschen was Neues machst, ein bisschen was ausprobierst, dann finden die Leute das vielleicht auch cool. Du wirst zwar immer wieder mal Leute verlieren, aber du wirst neu dazugewinnen. Das hält sich dann so ein bisschen in der Waage, denke ich. Das ist Ja. halt so dieses Ding. Und besonders schwierig ist es dann halt, wenn Bands ein Bandmitglied verlieren. Bei vielen ist dann das Problem, wenn es der Sänger ist. Weil der Ja. Sänger da macht, der macht ja, glaube ich, das meiste in der Band einfach aus. Anhand vom Sänger. Ja, Ja, das ist halt, das Markenzeichen der Band einfach. genau, Der die Sänger. Stimme Weil, halt. ich meine, es gibt Bands. Da war es gut, dass sie das Sänger ausgetauscht haben. Aber es gibt Bands, da war das halt nicht so eine gute Idee. Ich meine, Bon Scott, das war ein Riesenverlust für AC/DC. Dann kam aber der Brian Johnson und ich würde behaupten, der hat es nicht besser gemacht als der Bon Scott. Aber ich glaube, der macht es fast genauso gut wie Bon Scott. Ja, ein bisschen anderer Stil, ein bisschen anderer Sound, aber unterm Strich ist es AC/DC. Ja, definitiv. Und ich meine, der ist ja jetzt auch schon ewig dabei. Und der Brian Johnson ist ein sehr guter Sänger und der passt auch zu AC/DC. Aber Bon Scott war nun mal Bon Scott. Da führt halt auch kein Weg dran vorbei. Das ist ganz klar. Wenn wir jetzt zum Beispiel Iron Maiden nehmen, die haben ja auch zwei andere Sänger mal gehabt. Und der Bruce Dickinson, der hat ja auch eine Solo-Karriere mal angepeilt. Ach, damit hatte der nicht wirklich Erfolg. Also weder Iron Maiden noch Bruce Dickinson hatten alleine großartigen Erfolg. Also die beiden, die gehören einfach zusammen. Bruce Dickinson gehört zu Iron Maiden. Das ist einfach so. Die brauchen den. Und Rob Halford gehört zu Judas Priest. Judas Priest hatten ja auch schon andere Sänger mit dabei. Gibt Leute, denen gefällt der Gesang vom Halford einfach nicht, weil der zu schrill ist oder weil er halt auch einen eigenen Gesangsstil hat. Ich persönlich, ich finde den sehr geil und der passt zu Judas Priest einfach. Und das ist der Sänger von Judas Priest, da kommt kein anderer ran. Das ist einfach so. Ja, wie du sagst, halt so ein Markenzeichen. Und Ja, man hat es richtig, genau. für mich persönlich. Bei Nightwish ist es zum Beispiel so, Ja, da wollte ich gerade hin. ja, zwei dumme ein Gedanke wieder. Die Taria, die gehört einfach auch zu Nightwish. Und egal, was es bisher an Sängerinnen da gewesen sind, die waren alle nicht schlecht, aber es war nicht die Taria Turunen, definitiv nicht. Das Ja, weil einzige die. Album, was mir richtig gut gefallen hat, mit der Annette Olsen, die direkt nach der Taria gekommen ist. Das Album Dark Passion Play, das fand ich sehr geil, weil die Songs, die haben es halt einfach auch verändert gehabt. Sie sind ein bisschen härter geworden. Das hat mir ganz gut gefallen, dass die Olsen da so einen etwas härteren Stil reingebracht hat. Und dann kam ja die Flora Jansen, kam ja dann direkt, das ist ja auch die aktuelle Sängerin. Und seitdem höre ich Nightwish einfach nicht mehr. Die Frau ist nicht schlecht, absolut nicht, aber Nightwish ist einfach nicht mehr meins. Und genauso die Taria, die höre ich mir alleine auch nicht an. Das ist einfach nicht mehr Nightwish. Passt nicht mehr. Absolut nicht. Ja gut, die haben jetzt halt das Problem, dass sie so diese Marke aufgedrückt bekommen haben mit Nightwish. Also die hast du jetzt separiert oder die haben sich separiert und damit hast du das Problem, es passt nicht mehr. Es ist beides nicht mehr das, was es eigentlich sein sollte, was du damit verbindest. Ja, und außerdem ist ja jetzt auch dieser Marco noch ausgestiegen, der Bassist von Nightwish. Ja, und jetzt kann es eigentlich schon ganz vergessen. Jetzt ist es eigentlich nicht mehr Nightwish. Der Schlagzeuger, der Originalschlagzeuger, der ist ja auch vor ein paar Jahren ausgestiegen. Also, ja, irgendwann ist halt Feierabend. Also, wenn du zu viele Originalmitglieder austauschst, das funktioniert einfach nicht. Also finde ich es. Ich meine, die können alle ihren Job gut machen. Trotzdem hört es anders da an. Dann mach's wie Rock'n'Rolf, mach alles selber und hol dir nur Musiker, wenn du auf der Bühne stehst. Genau. Ja, richtig. Sicher. Natürlich kann man auch so machen. Deswegen hört sich Running Wild auch immer an wie Running Wild. Ja, aber Running Wild sind cool. Ich mag Running Wild sehr. Ich finde, die haben richtig geile Sachen.
Ja, richtig gute Sachen. Also das Album Under Jolly Roger finde ich eine Sensation. Ja, die Death for Glory habe ich sogar als LP. Ja, ich auch. Also ich habe die Under Jolly Roger und die Death or Glory habe ich als Schallplatte und noch ein paar andere habe ich auch als Schallplatte. Also ich habe auch sowieso viel Schallplatten. Mein gut, mein eigentlicher Kaufgrund von der Death of Glory war eigentlich, weil Bad to the Bone drauf ist. Ja, das ist aber auch fettes Lied. Das ist richtig geil. Ich fand auch das bei JBO so geil. Bei Meister der Musik. Running Wild spielt Running Wild. Genau. Und er hat selbst mitgemacht, also das fand ich auch noch mega klasse. Ja, gut, klar. Warum auch nicht? Nee, aber es gibt so viele Bands, tausche der Sänger aus, kann es passieren, dass es in die Hose geht. Aber es gibt natürlich auch andere Bands, die hatten riesen Glück. Es ist nicht eure Musik, aber das ist, glaube ich, das beste Beispiel. Das sind die Cannibal Corpse. Damals war der Chris Barnes Sänger bei denen, der ja heute bei Six Feet Under singt. Und tut mir leid, also ja, Gesang grunzen kann man können es nicht viele nennen. Leute, aber der Corpse Grinder Fischer, der jetzt dabei ist bei den Corpse, der ist halt noch mal eine andere Hausnummer. Vor allem ist das ein Riesentyp, der hat einfach keinen Nacken. Das ist ein Riesenkopf auf einem noch größeren Torso. Und dieser Kopf, der vergewaltigt einfach mal das Mikrofon. Ja, also dass das nicht verschlingt, ist ja gerade alles. So ein Minotaurus. Ja, so Richard Dinosaurier ist das. Und der passt aber auch zu einem Korps. Das ist so ein richtiger Dinosaurier, der Typ. Wenn ich den sehe, muss ich immer lachen. Ich freue mich immer. Ich stehe auch immer lachend vorm T-Rex. Ja. Man sollte sein Schicksal mit Fassung tragen, von daher. Ja, genau. Ich meine, der Barnes, der hat ja auch seinen Weg gemacht mit Six Feet Under, aber. Ja, es soll bei Six Feet Under bleiben und der George Fisher, der sollte auf jeden Fall bei den Cannibal Corpse weitermachen. Es ist halt nur das so, es hört sich halt auch ziemlich alles gleich an. Ja, Die gut. ganze Musik hört sich für mich gleich an. Ja, das ist es. Also Cannibal Corpse ist halt, ja, gut. So. Und Und jetzt spielen wir was richtig Heftiges. So, und jetzt spielen wir ein bisschen was Ruhiges. Es kommt eine Ballade. ja, die Ballade ist dann 2 BPM langsamer oder so. Ja. Genau, richtig. Wieder mehr lange Growls als viele kurze. Genau. Weil an Death Metal gibt es auch ein paar geile Sachen, auf jeden Fall, aber die Cannibal Corpse ist halt. Das kann ich mir mal antun, aber ja. Ja gut, Death Metal können wir das nächste Mal behandeln. Ja, genau. Wir Also es sind gibt eigentlich noch. vom Thema ziemlich abgewichen. Ja, macht doch nichts. Da Sache soll's. Also, so, ja. ist eine offene Runde. Also wir nehmen auch gern Vorschläge in den Kommentaren an, über was wir reden können. Also Oder sind ja das nicht. offen für Neues. Ja. Also. Philodophieren. Ich glaube, nicht jeder von uns kennt alles, was es auf der Welt gibt an Metal. Gerne auch Nischenprodukte. Da hatte ich mal von einer Sängerin, glaube ich, war das, eine Anzeige gesehen bei so Musikergesuchen. Die wollte eine Band machen, wo sie Anleitungen von IT-Produkten singt. Also vom Drucker oder sowas. Die Idee fand ich total schräg. Naja, immer mal was Neues, ne? Ja, aber es passt ja auch irgendwo in den Geist der Zeit. Weißt du, alles wird virtuell, alles wird technischer und die IT wird immer fundamentaler für diese Gesellschaft. Das schlägt sich auch in der Musik irgendwie nieder. Deswegen gibt es ja auch so viel Elektromusik mittlerweile. Das ist ja irgendwo schon eine Entwicklung, die da stattfindet. Ja, ob die jetzt gut ist, weiß Das habe ich nicht gesagt, ich aber nicht. Musik ist auch immer ein Spiegel der Realität.
Selbstverständlich, ganz klar. Mal dieses scheiß WhatsApp, das geht mir gerade voll am Sack. Das WhatsApp. Aus. Bitte nicht stören. Wahrscheinlich sind es irgendwelche blöden Mails vom Geschäft, weil ich wieder nicht auf lautlos gestellt habe. Weißt du, da kriegst du am Tag 100 Spam-E-Mails von irgendwelchen Höhlen der Löwen-Heinis und ugandischen Prinzen, die dir irgendwelches Geld schenken wollen, weißt du? Das machst du verkehrt. Ja, ich antworte nicht, ne? Ich wäre so reich, ey. Ich könnte mir 5 Kim Kardashians leisten. Genau. Die studiert ja jetzt Jura. Also ganz nebenbei erwähnt. Okay, sehr gut. Jetzt immer sehr weit weg vom Metal, ja. Da Es gebe ich ist dir sehr recht. aber nicht. Ja, das Ja. Thema von Judas Priest zu AC/DC, Nightwish, Running Wild, von Kuchebacke auf Arschbacke gekommen. Eigentlich nicht schlecht, für das, dass wir uns über das Judas Priest Album unterhalten. Aber ich finde die Analogie Arschbacke und Kim Kardashian sehr gut, ja. Herzlich. Ist sich der Kreis? Wobei ich glaube, Kardashian West ist der richtige Nachname momentan. Egal. Falsches Genre. Ja, bitte. Dezent. Dezent, ja. Ich glaube, ich habe zu viel Zeit auf der Arbeit. Nee, ja, da wird es auch langsam Zeit, die ganze Geschichte mal zu rappen hier. Genau, sonst wird es wieder eine langwierige Geschichte von Ja, 12 ich oder 15 Minuten. muss mir den ganzen Scheiß ja nochmal angucken, bevor ich ihn schneide. Ja, genau. Du Armer. Ja, meine Ohren tun mir jetzt schon weh. Gut, wollt ihr euch noch verabschieden oder? Ja, da verabscheuen wir uns mal. Bis zum Prost. nächsten Plopcast, Leute. Macht's gut und hört euch unser Gesülze an. Genau. Adios. In diesem Sinne, Prost, lasst ein Like da, kommentiert, wenn ihr wollt und ja genau, abonnieren, Glocke drücken Wenn da und ja. tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.